So, hi hier von der Bitkom-Böll-Konferenz zur Zukunft der Digitalisierung, insbesondere eben auch, wie geht es weiter mit unserer Mobilität? Und da haben wir in Deutschland echt ein Problem. Also 4% nutzen wir unsere Automobile zum Beispiel von der Nutzung her pro Jahr, das ist nicht viel. Und trotzdem schaffen wir es nicht, sie besser zu teilen. Wir haben Smartphones, wir haben neue Technologien, wir haben Elektromobilität. Aber wir haben auch ein Personenbeförderungsgesetz von 1934, das verhindert zum Beispiel, dass wir in ländlichen Räumen es möglich machen, dass wir Autos teilen untereinander, dass wir in öffentlichen ÖPNV-Plattformen Angebote schaffen können, dass zum Beispiel du oder ich dein Auto hinbringen kannst und sagen kannst, ich möchte jemand anders mitnehmen. Wir haben Stellplatzverordnungen in Städten, die dazu da sind, öffentliche Parkplätze für Menschen, die private PKWs haben, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das kann es doch nicht sein. Also das sind Regeln, die der Vergangenheit angehören müssen. Und wir haben 8 Milliarden Euro, die wir ausgeben, um Diesel zu subventionieren. Also vieles im Argen in Deutschland. Manches kann man mit Digitalisierung lösen. Vieles aber vor allem, indem wir alte Regeln abschaffen und neue schaffen. Denn die Chance, fürs Klima was zu tun, durch die Mobilität des Teilens, mit weniger Automobilen, mit anderer Form von Mobilität, mit vernetzter Mobilität, die ist riesengroß. Darüber haben wir heute geredet, darüber möchte ich in Zukunft mit euch reden. Das ist ein spannendes Thema für uns Grüne, da sollten wir wirklich auch mutiger sein als bisher, die Botschaften klar setzen, denn hier gibt es was zu holen. Das ist grüne Politik für euch und für morgen. Danke.